Recht herzlich willkommen zur 218. Folge von City Skylines. Ja, müssen wir mal schauen, wo müssen wir hin? Das ist die Frage. Wir waren letztes Mal mit irgendeiner U-Bahn und Buslinie nicht verbunden, sondern haben die anvisiert. Und jetzt wüsste ich gerne, wo das war. Das war hier irgendwo in der Nähe. Oder? Vertue ich mich jetzt? Wollen wir nur mal die U-Bahn anmachen, dann wissen wir das, wo das war. War das hier? Nein, ne? Hier haben wir sie gebaut, ja, aber die zweite war dann woanders. Die war hier, da ist sie. Gut, hier haben wir geguckt, dass der Bus da vorbeifährt. Letztes Mal habe ich mich irritieren lassen mit dem Bus hier. Ich mich irritieren lassen von diesem Balken, dass der voll ist. Also, dass das die Personenanzahl sind, aber hier oben stehen die Personenanzahlen. Das sind 30 von 30, die da fahren. Und so wie wir sehen, stehen da jetzt immer noch welche. Das heißt, wir müssen nochmal in diese Linie rein, gucken, wo die Linie ist. Wenn wir jetzt wüssten, welche Linie das ist. Das ist der Bus. Können wir ausmachen. Das war die Farbe der Linie. Ist die letzte? Nee, ne? Oder vielleicht doch. Ja. Dann machen wir die mal gerade grün. Ne, grün ist doof. So. Ja. Und die fährt immer, das ist richtig. Und Buslinie 27 passt auch. Haltet Fahrzeuge, das will ich ändern. Fahrzeuge sind nur zwei da drauf. Ich brauche mehr Fahrzeuge da drauf, denke ich. Und das machen wir nicht hier, sondern wo? Im Linienmanager eigentlich, ne? Ne, da muss ich die Linie für anklicken. Das ist hier bei der Lupe. So, jetzt haben wir es aber. Das zu. Fahrzeuganzahl ändern. Zack. 500%. Jetzt gucken wir mal, was das bringt. So, nur gucken, wo die Busse sind, ne? Hier fährt schon mal einer. Oh, jetzt hat er da einen hingesetzt. Super. Ich wollte nur den Bus anklicken und nicht die Haltestelle da haben. Ah, Hammer. Ich wollte nur wissen, ob der voll ist. Und ist er. Hier stehen auch schon zig Leute. Hier auch nochmal Hunderte von Tausende. Hier kannst du jetzt nur die Einzelnen anklicken, anstatt die Bushaltestelle kann man nicht anklicken, ne? Das ist doof. Da kommt ein Bus. Und der ist auch voll, ne? 30, ja. Ja, der ist auch voll. Buslinie 25 ist das. Ich weiß jetzt nicht, ob die 25 unsere war. Müssen wir dann mal gucken. Nee, ist nicht unsere Linie gewesen, weil der fährt schon zur anderen Richtung. 30, Buslinie 27. Unsere Linie war die 27, das war also, oder ist er? Ist voll. Das ist auch die 27. Und den kann ich jetzt auch nicht ändern. Oh. Gut, dass man Escape drücken kann, ne? So, hier sind nur drei drin, auch die Buslinie 27. Da sitzt keiner mehr dran, da auch nicht.
So, zack, voll. Und fährt wieder. Wann kommt der nächste? Gute Frage, ne? Da ist er. Dreier. Zack, voll. Okay. Einfach schließen geht jetzt hier nicht, oder was? Ey, oh. Zack, voll. Voll. Leute stehen immer noch genug da, ne? Näher ran komme ich aber nicht. Kommt der nächste? Einer drinne? Boah, warum fährt denn der jetzt nicht weiter, ey? Kibbelei oder was? Und voll. Da ist wieder einer. Vierer an der Zahl. Und auch voll. War das gerade ein Taxi oder was war das? Ja. Oh, das Haus wird gerade gebaut. Cool. Kommt schon wieder der nächste. Da sind schon 19 drin, ne? Bushaltestelle wird hier gar nicht weniger, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Linie kriegen. Ah, dann blättert er da ein, das ist auch voll doof, ne? So, alle Busse voll. Wir haben schon, na, einer ist noch leer, wo ist der? Ne, der hat auch 30 da drin, ne? Ja, super, oder? So, alle Busse voll, bis auf der da jetzt. Der hat nur 21 da drin, geht das wirklich so? Ja. Das Fenster verschieben ist irgendwie auch doof, ne? Geht nicht. Oder nur ganz schlecht. So, die sind auf jeden Fall alle passend unterwegs. Die Linie ist mit 9 Fahrzeugen vollkommen ausgelastet, ne? So, jetzt gucken wir mal, wo unsere... Sag schon, U-Bahn ist, die ist hier. Ne, ist die hier? Ja doch, weil die Straße ist so, alles klar. So, jetzt müssen wir mal hier nach der U-Bahn gucken, wie die hier angenommen wird. Das war schon richtig. Das war die Straßenbahn, das ist die U-Bahn, ne? Also muss ja auch die eigentlich sein, ne? Es ist auch so 133, 180, 159. Wo ist denn unsere Haltestelle? Das ist die, ne? Ja, aber ja, läuft eigentlich, ne? Kann man das hier auch ein bisschen erweitern? Ah, 500 ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Aber 200 geht bestimmt. Naja, 201. Weil hier stehen ja überall noch welche, ne? Macht ja keinen Sinn, mit so ein paar nur zu fahren, wenn so viele auch gehen. Hier 115 Leute. 136. Passt schon mit den Bahnen hier. Und das Geld wird immer weniger, ne? Hatten wir nicht schon 100.000? Weiß ich gar nicht. Müssen wir gleich gucken, was da das Problem ist. So, da müssen ja gleich alle einsteigen, ne? Wenn die Bahn da kommt.
Aber jetzt kommt sie und da werden es noch mehr, ne? So, jetzt waren sie alle weg. 103 drinne. Was ist die Linienübersicht? Okay. Bringt mir auch nicht so viel. 103 fahren jetzt hier nicht voran. Und die nächste Bahn hat hier schon 11 drinne und kriegt jetzt nochmal 79 dann insgesamt. Läuft. Hier schon voll, kann keiner mehr ein- und aussteigen. Ist die Frage, wo das ist? Hier ist das sogar. Der Bus fährt voll weg. Und der ist auch voll. Ja. Können wir die Linienübersicht nicht haben, ne? Das ist auch so schlecht. So, jetzt sind wir wieder hier. Voller. Und es stehen noch 136 hier. Nächste kommt. Und da kannst du eine ganze Bahn schon hinstellen, ne? Aber diesmal sind es nur noch 60, die da stehen. Hier kann schon keiner mehr rein und raus. Aber vielleicht steigen ein paar aus, dann können auch ein paar einsteigen, ne? Oh, die sind alle ausgestiegen und dann sind auch wieder welche eingestiegen. Okay, das muss eine Wechselbushaltestelle sein. Die ist schon voll, jetzt kommt die nächste Bahn gleich. Okay, da sind alle eingestiegen jetzt. Sieht so aus, als ob es dann doch einigermaßen hier geht jetzt. Gut, aber wir haben hier unten, obwohl es wird gerade positiv. Gleich haben wir hier eine grüne Zahl stehen vielleicht. Na, nicht ganz. Ja, man müsste alle Bahnen eigentlich gucken, ne, wie die ausgelastet sind, ne? Aber jetzt müssen wir erst gucken, warum hier... kippen wir das und das mal andersrum kippen. Müssen wir erst gucken, warum hier... okay. Wo liegt unser Problem? Hier sind ganz viele, die nicht abtransportiert werden. Irgendwelche Friedhöfe funktionieren hier nicht. Ist abgeschaltet, okay. Komm, mach mal an. Freuen die sich doch alle. Und hier, Arztpraxis können wir auch anmachen. So. Jetzt müssen wir nur gucken, wo hier noch ein Friedhof ist. Der ist aber okay. Hier sind noch Mülldeponien. Da ist eine leer. Die können wir gleich wieder starten. Räumung beendet. Hier sterben lauter Leute und keiner holt sie ab. Hier fehlen Arbeiter. Hier muss geräumt werden. Hier ist dafür fertig. Da ist auch fertig. Ja. Da ist auch eine leer. Da oben auch noch. Das eine hat mit dem anderen zu tun, ne? Wenn der Müll da an den Straßen liegt, dann werden die alle krank. Und wenn die krank werden, sterben sie. Und dann haben wir das Problem, ne? Und Arbeiter fehlen. Gut. Hier ist unser schicker Kreisverkehr. Möchte ich gar nicht gucken, wo das Problem da weiter liegt. Hier ist auch noch was zu machen. Okay, der Friedhof funktioniert. Den hatten wir, glaube ich, auch schon. Wie sieht's hier aus? Ich glaube, wir müssen mal gerade Gesundheitswesen rein, dann sehen wir das auch schneller.
Und dann das sogar noch. Krematorien, Friedhöfe. Hier ist einer. Der muss so. Dann wieder da rein. Ausgewählt sind sie schon. Hier ist auch wieder einer. Wieder da rein. Das läuft. Der wird geräumt, ne, oder? Gebäude leert sich, okay. Wo steht die Prozentzahl? Ich glaube, dann können wir schon mal losmachen wieder. Die paar, die da jetzt noch waren, spielen ja auch keine Rolle, ne? Kein Platz mehr, machen wir wieder. Da ist ein Krematorium. Das ist okay. Das auch. Hier ist wieder was. Ah, hier können wir aber zum Glück auch zwei aktivieren. Und den müssen wir räumen. Okay, hier ist wieder einer zum Räumen. Das ist ein Krematorium. Hier ist aktiv. Hier haben wir wieder ein Problem. Der muss. Und der kann eingeschaltet auf jeden Fall werden, damit es läuft. Der wird entleert, naja. Gut, nochmal hier rein. So, ich glaube, jetzt haben wir so aber einigermaßen wieder im Überblick, dass es läuft, ne? Hinten gibt es gar keine. Das wäre vielleicht dann sinnig, wenn hier Wohngebiet ist, dass da auch mal ein Friedhof hinkommt. Ja, aber wo? Ist jetzt nicht die Top-Lage, ne, aber machen wir erstmal einen hin. Die freuen sich alle bis zum, ja, fast bis hinten hin. Gut, dann haben wir da einen mehr. Sollte besser werden, ne? So, jetzt fehlen wieder Arbeiter dann, ne? Hier sind wir gerade bei einer hohen Zahl, die da fällt. Ja. Was machen wir da? Gute Frage, ne? Hier fehlen die Arbeiter. Dann zieht die Industrie weg. Wenn die Industrie wegzieht, hast du keine Einkommen mehr. Wenn du keine Einkommen mehr hast, läuft der andere auch nicht mehr. Hier siehst du lauter fehlende Arbeiter. Das bedeutet, wir müssen mal gerade gucken, dass wir hier irgendwo Wohngebiete hinkriegen, obwohl es keine verlangt sind, aber wir brauchen welche. Und dann müssen wir gucken, dass wir keine Schule haben, sozusagen. Weil die wollen ja immer ungebildete Arbeiter haben, oder? Ja. So, das bedeutet, wir machen mal hier diese Straße hier nochmal weiter. Müssen wir mal so eine Kurve da bauen. Ja, mach mal so. Und so, fertig. Wasser brauchen die hier. Und Strom kommt ja von allein, aber Wasser brauchen die hier. Fertig. So, und dann noch das Gebiet ausweisen mit Hochhäusern.
So. Ja, da müssen wir noch gucken. Was wir jetzt natürlich nicht haben, ist Essen können sich hier vorne kaufen, aber so ein Arzt vielleicht noch hinmachen, ne? Hier in der Mitte vielleicht. Gucken wir mal, dass wir das noch hinkriegen. Was ist das denn alles hier? Arztbox ist es schon mal gut. Zack. Hammer. Friedhof können wir auf jeden Fall auch hinmachen. Da haben wir auch. Ist das hier für ein Ding? Eine Sauna? Nö, das muss jetzt nicht sein. Rettungshubschrauber-Depot? Nee. Arztpraxis haben wir. Ist das zweite hier? Arzt, nee, das, was ist das denn dann? Ach so, gibt es verschiedene Baustile. Genau, so war das ja. Feuerwehr? Jo, kommt da auch noch hin. Und Polizei, Schule hat man gesagt nicht. Eine Buslinie wäre dann noch sinnig, ne? Wo ist das Zentraldepot? Das war da oben. Ne, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir nur hier jetzt eine Linie, ne? So, einmal Friedhofshaltestelle. Hier eine. Und dann fährt er hier lang. Hält hier am Bahnhof. Fährt hier rum. Wie kommen wir denn da hin? Da lang. Okay. Da nochmal. Hier nochmal. Wo ist denn das Depot jetzt? Ach, da oben. Nee, dann machen wir das anders. Mach das mal nochmal hier weg. Wir fangen da hinten an. Ach, müssen wir ja gar nicht. Blödsinn. Wir wollten das ja gar nicht. Genau. Wir möchten hier starten. Und fahren dann nach hier irgendwo. Hierher. Das bedeutet, das muss wohl hier irgendwo lang gehen. Das haben wir. Machen da noch einen. Dann hier ein. Fahren hier rein. Das ist die Friedhofshaltestelle. Hier hinten ein. Und da ein. Fahren hier wieder raus. Ist da schon mal irgendwo eine Haltestelle? Ne, haben wir nicht gemacht. Machen wir hier noch eine. Hier ist eine. Machen wir noch eine hin. Und dann schließen wir ab und fertig. Dann haben wir das auch. So, und jetzt könnte hier dann gebaut werden, oder? Wasser war top. Strom kommt auch. So, fehlt nur. Ne, das haben wir auch schon gemacht. Und das lassen wir noch frei. Wer weiß, was wir da noch hinsetzen. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob es wächst oder nicht wächst, ne? Irgendwann mal. Aber hier steht ja eine Pluszahl. Also irgendwann wird da auch gebaut, gehe ich von aus. Okay, aber die Folge ist schon wieder verdammt lang. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.